Wie lernt oder arbeitet ihr eigentlich am besten? Ich muss sagen, ich habe am liebsten komplette Stille um mich rum. Also das hier wäre nicht wirklich ideal. Es gibt aber Leute, die sich zu Musik besser konzentrieren können. Die hören zum Beispiel Lo-Fi, Ambient und auch klassische Musik ist sehr beliebt. Und das könnte einen ganz einfachen Grund haben. In den 90er Jahren gab es eine Studie, die ziemlich große Wellen geschlagen hat. Angeblich hat man den Mozart-Effekt entdeckt. Zwei Gruppen von Kindern haben für eine Studie einen IQ-Test gemacht. Eine der beiden Gruppen hat vorher 10 Minuten Mozart gehört, die andere nicht. Und tatsächlich hat die Mozart-Gruppe danach besser in diesem Test abgeschnitten. Dieselbe Studie hat auch noch gezeigt, dass nicht nur das Hören, sondern auch das Spielen von klassischer Musik schlauer machen soll. Danach sind die Käufe von Mozart-CDs durch die Decke gegangen. Klar, wer will nicht gerne durch Musik etwas smarter werden? Aber helfen uns Mozart, Beethoven oder Chopin wirklich, um schlauer zu werden? Was passiert im Gehirn, wenn ich klassische Musik höre? Und was, wenn ich sie spiele? Dafür haben wir mit einer Neurowissenschaftlerin gesprochen und herausgefunden, dass der Mozart-Effekt etwas Wichtiges vergisst. Das und noch viel mehr jetzt bei Sound and Science. Warum hören Vögel im Herbst eigentlich auf zu singen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte immer, es liegt daran, dass ihnen draußen einfach zu kalt wird. Aber das Ganze hat einen anderen Grund. Selbst mit dicken Winterjacken, Schal und Mütze werden die Vögel still, denn sie vergessen ihre Lieder. Kein Scherz. Im Herbst sterben die Gehirnzellen für das Generieren von Melodien. Über den Winter wachsen sie danach und die Vögel lernen ihre Lieder im Frühling wieder neu. Und auch bei uns Menschen gibt es Zeitfenster, in denen wir Musik besser oder schlechter lernen können. Aber leider wiederholt sich das bei uns nicht jedes Jahr wie bei den Singvögeln. Wir werden mit mehr Neuronen geboren, als wir eigentlich brauchen. Ungefähr mit dem 7. Lebensjahr lädt unser Gehirn dann eine ganze Menge an Neuronen ab. Keine Sorge, das heißt nicht, dass wir alle mal viel schlauer waren und mit dem Alter immer dümmer werden. Zum Start haben wir quasi einfach sicherheitshalber mehr Gehirnzellen, um in dieser kritischen Phase eine bestmögliche Entwicklung zu machen. Deswegen ist es eben einfacher, Sprachen oder Musikinstrumente als Kind zu lernen. Und was wir in dieser Zeit lernen, das kann unser Gehirn nachhaltig formen. Okay, fest steht, Musik, unser Gehirn, die verstehen sich super zusammen. Das erklärt aber noch nicht den Mozart-Effekt. Da ging es schließlich nur um 10 Minuten Musik und nicht um eine komplette musikalische Früherziehung. Und direkt vorweg, dieser Effekt ist auch ziemlich umstritten. Trotzdem kommen immer wieder neue Studien dazu, die Musizieren und klassische Musik mit gesteigerter Leistung, besserer Konzentration und erholsamen Schlaf verbinden. Und das, obwohl andere Sinneseindrücke eigentlich viel stärker sind. In einem Auge sind mehr als 100 Millionen Fotorezeptoren, also Sinneszellen, die uns ein Bild zaubern. Mal zum Vergleich, in unserem inneren Ohr gibt es gerade mal 3500 Haarzellen. Das ist natürlich viel weniger, aber trotz der wenigen Haarzellen hat Musik einen unfassbaren Effekt auf uns und könnte uns vielleicht tatsächlich schlauer machen. Cedric, irgendwie ist es auch total abstrakt, darüber zu sprechen, was Musik alles mit unserem Gehirn macht, oder? Ja, tatsächlich. Vielleicht sollten wir deswegen mal mit einer Expertin sprechen, die sich damit schon ganz, ganz lange beschäftigt. Und zwar mit Frau Dr. Daniela Sammler vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main. Was wird am MPI erforschen speziell? Woran forscht ihr? Uns interessiert, wie Musik und Sprache im Gehirn verarbeitet wird. Was passiert da und wie ist das ähnlich oder auch unähnlich zueinander? Das hat den folgenden Grund. Man nimmt an, dass Musik und Sprache zwei Kommunikationsformen sind, die der Mensch hat und dass das kein Zufall ist, sondern dass das in der Menschheitsgeschichte, in der Evolution irgendeine Änderung gab, die uns befähigt, beides zu können, Musik und Sprache. Wie reagiert unser Gehirn auf Musik? Also man kann sagen, wenn man Musik hört, es geht ein Feuerwerk an Hirnaktivität los. Ja, es ist tatsächlich bis heute nicht richtig verstanden, wie wir Tonhöhe wahrnehmen. Das ist ein hochkomplexer Prozess, der im Innenohr beginnt und dann ja fast vom Gehirn konstruiert wird. Das heißt, unser Vorwissen spielt immer eine große Rolle, unsere Erfahrung mit der Musik, dass wir dann auch genau entschlüsseln, was im Signal steckt. Um Musik zu hören, braucht man aber auch Gedächtnis. Denn wenn man den zweiten Ton hört, den ersten schon vergessen hat, wird das nie ein Musikstück, was man empfinden und verstehen kann. Ja. Man muss verschiedene Instrumente auseinanderhalten können. Das passiert auch wieder in den Hörzentren, in höheren Zentren. In anderen Kulturkreisen gelten andere Regeln und entsprechend kann es auch dazu führen, dass wir diese Musik eben nicht verstehen.
Ja, und nicht selten passiert es auch, dass man mit dem Fuß oder mit dem Kopf mitwippt mit der Musik. Das heißt, auch die motorischen Zentren sind aktiv. Und das ist auch eine Sache, die wir eben versuchen zu entschlüsseln. Wo kommt Information an, wie wird sie weitergegeben und verknüpft? Musik zu hören scheint also tatsächlich regelrechtes Gehirnjogging zu sein. Was mich aber jetzt interessiert, wie ist das eigentlich bei Musikerinnen und Musikern? Denn die stecken ja noch viel tiefer in der Musik drin, als zum Beispiel ich, wenn ich mich einfach berieseln lasse. Um das herauszufinden, haben wir Frau Dr. Sammler bei ihr im Max-Planck-Institut besucht. Wir wissen, dass die Gehirne von Musikern anders sind als die Gehirne von Menschen, die kein Instrument spielen. Das sind ganz verschiedene Dinge, die sich da ändern. Also die Hörzentren werden stärker ausgeprägt, die motorischen Zentren, die die Fingerbewegungen steuern, sind stärker ausgeprägt und zum Beispiel auch die Verbindung zwischen den beiden Hirnhälften ist stärker, um dem Pianisten oder Musiker zu erlauben, die Fingerbewegungen aufeinander abzustimmen. Dieser Spezialisierungsgrad ist recht gut bekannt und wird durch dieses jahrelange Training erklärt, das Musiker auf sich nehmen, um zu dem Professionalisierungsgrad zu gelangen, den sie auf der Bühne brauchen. Wir interessieren uns für die Motorik der Pianisten. Das heißt, wie schafft es der Pianist, Harmonien, die er im Kopf hat, in Fingerbewegungen umzusetzen auf dem Klavier? Und um das abfassen zu können, brauchen wir eine Methode, die dieser Geschwindigkeit auch nachkommt. Und das ist bei uns die Elektroenzephalographie. Das heißt, der Pianist hat die Kappe auf mit den verschiedenen Sensoren, über die wir in Millisekundengenauigkeit die Hirnströme messen. Okay, heute geht es uns darum, was in deinem Gehirn passiert, wenn du Klavier spielst. Und dafür wirst du auf dem Bildschirm Hände von einem Pianist sehen, der Klavier spielt. Und deine Aufgabe ist, genau dasselbe auf der Klaviatur nachzumachen. Das heißt, dieselben Tasten mit denselben Fingern zu drücken. Ton wird es dazu nicht geben, es geht uns nur um die Motorik. Das sind die Kanäle am Vorderkopf, das sind die Kanäle am Hinterkopf. Ist dir beim Spielen was aufgefallen? Ja, dass es Kadenzen sind und dass ab und zu der Schlussakkord falsch ist. Und das hast du gemerkt, obwohl du den Ton nicht gehört hast? Ja. Hast du den Ton im Kopf gehört, obwohl er nicht gespielt wurde? Ja. Das ist ein ganz typisches Phänomen, dass die motorischen und die Hörzentren bei Musikern sehr, sehr stark miteinander verknüpft sind und im Prinzip auch auditorische Aktivierungen auftreten, obwohl gar nichts gehört wird. Also wir haben ja gesehen im Spiel der Pianistin, dass sie, wenn wir solche falschen Akkorde eingebaut hatten, so eine leichte Verzögerung kam. Das ist, weil das Gehirn der Pianistin erkannt hat, dass hier was nicht stimmt, dass hier der Akkord nicht den regulären Harmonien der westlichen tonalen Musik entspricht und hat dann dafür korrigieren müssen. Und das sehen wir im EEG. So, hier ist die Auswertung von unseren Daten. Wir sehen hier die Hirnantwort der Pianistin in Antwort auf diese falschen Akkorde. Das ist die rote Kurve. Und die blaue Kurve ist, wie es aussieht, wenn der Akkord richtig war. Und man sieht ganz deutlich, nach 600 Millisekunden, also unheimlich schnell, zeigt das Gehirn so eine Art Surprise, so eine Art Überraschungsantwort und auch die Antwort, die Bewegung der Pianistin zu korrigieren. Okay, es gibt sehr starke Hirnantworten auf Musik. Und wir schauen uns hier ja die ganze Zeit klassische Musik und klassische MusikerInnen an. Heißt das, dass der Mozart-Effekt, den wir am Anfang beschrieben haben, tatsächlich stimmt? Also der Mozart-Effekt, um das zu erklären, war tatsächlich in den 80er Jahren oder 90er Jahren gezeigt worden von Francis Rauscher, dass Kinder, wenn sie 10 Minuten Mozart gehört haben, dann besser räumliche Verarbeitungen oder Mathematikaufgaben lösen konnten. Und die Idee war, dass halt diese Konstruktion, die Harmonien in Mozart besonders geeignet wären, jetzt das anzustoßen. Forscher haben später dasselbe Experiment durchgeführt mit komplett anderer Musik, was den Kindern noch besser gefallen hat. Und da war der Mozart-Effekt auf einmal kein Mozart-Effekt mehr, sondern ein Blur-Effekt. Dann gab es einen Schubert-Effekt und man würde bestimmt auch einen Rammstein-Effekt oder was auch immer finden. Je nachdem, was dem Kind oder dem jungen Menschen besonders gefällt. Das heißt, man kam zu dem Schluss, dass es eher die Emotion ist des Musikhörens, vielleicht auch das Arousal, die Aktivierungsstärke, die man hat, dass man aufmerksamer ist und dann die Mathematikaufgaben besser löst. Also es hat nichts mit Mozart zu tun, eher vielleicht mit der Emotion. Musik macht die gute Stimmung, nimmt den Stress und dann ist die Performance besser.
Um zu erleben, wie gut es sich anfühlen kann, selber Musik zu machen, muss man nicht mal ein Instrument spielen können. Im Max-Planck-Institut in Leipzig haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Geräte entwickelt, mit denen man gleichzeitig Sport und Musik machen kann. Diese Jimin-Geräte sind an Computer gekoppelt und eine spezielle Software macht dann aus den Bewegungen Musik. Und die Forscherinnen und Forscher haben hier herausgefunden, dass Klänge selber zu erzeugen dazu führt, dass man den eigenen Körper bewusster und intensiver wahrnimmt. Die Probandinnen und Probanden haben danach gesagt, dass sie einen echten Glückskick hatten. Was macht Musik also genau im Gehirn? Musik hilft auf jeden Fall, sich an Dinge zu erinnern. Ihr kennt das vielleicht auch, wenn man einen Song jahrelang nicht gehört hat, dann können zum Beispiel Lieder aus der eigenen Kindheit Emotionen oder Gefühle hervorrufen. Und das kann natürlich auch beim Lernen nützlich sein. Und je nachdem, wie nah man einer Abgabe oder dem Klausurtermin kommt, ist Stress beim Lernen natürlich ein Thema. Auch hier kann Musik definitiv helfen. Beruhigende Musik kann unseren Herzschlag runterbringen und uns weniger ängstlich machen. Musik ist ein Weg für uns, Emotionen zu verarbeiten. Zusätzlich hilft Musik ganz allgemein, unserem Gehirn zu funktionieren. Es wurde zum Beispiel bewiesen, dass Hintergrundmusik unsere Denkleistung positiv verbessern kann. Eine Sache muss man hierbei aber beachten. Damit das richtig funktioniert, muss man auch emotional schon gut drauf sein. Aber auch dabei kann Musik ja helfen. Wenn man also mal richtig frustriert und erschlagen von seinen Aufgaben ist, egal ob jetzt für die Schule, Uni oder das Zimmer aufräumen, dann hilft es, die eigene Lieblingsmusik zu hören. Und damit kommen wir schon zum wichtigsten Punkt. Musik kann uns glücklich machen und Stress vergessen lassen. Und da ist es total egal, ob ihr Mozart, Heavy Metal oder Deutschrap hört. Ja, und bei Musikrichtungen, da gehen die Geschmäcker natürlich ziemlich weit auseinander. Aber auch innerhalb von dem, was wir als klassische Musik kennen, gibt es riesige Unterschiede und auch echt eigenartige Stücke. Für ein Werk spielen sogar Helikopter einen Teil der Musik und in einem anderen hört man keine einzige Note. Das klingt jetzt super komisch, aber was Menschen daran wirklich mögen und wie man das Ganze am besten genießen sollte, darum geht es in dieser Folge hier. Und hier könnt ihr den Kanal vom Gewandhaus abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Stay classy, bleibt klassisch, eure Lisa und euer Cedric.